Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zur Resident Evil Code Veronica. Und genau, wir waren tatsächlich beim letzten Mal mit Chris Redfield hier in der Antarktis angekommen, in der Nähe von Claire. Und genau, so sieht unser Inventar aus. Wir sind im gelben Bereich, wir haben ein Kraut. Das würde ich sagen, ziehe ich mir jetzt erstmal rein und nehme unsere letzte Heilung mit hier. Und wir sind nach wie vor auf der Suche nach Claire. Und wir sollten sie ja hier irgendwo in der Antarktis finden. Da würde ich sagen, gehen wir mal wieder raus und erkunden mal das Gebiet. Mal gucken, ja, ob wir Claire hier irgendwo finden. Genau, hier war ja dieser Raum. Das scheint eine Art Nest zu sein. Hat eine enorme Größe. Ich kann es nicht zerstören, genau. Mal gucken hier. Oh Gott! Ja, das wusste ich. Das war so klar, ne? Dass jetzt die Zombies ankommen. Von beiden Seiten! Okay. Aber die sind wir gut ausgewichen. So, und hier. Nimm die Prozentwaffe. So. Und. Hallo? Der lebt immer noch, oder was? Nein. Da ist der nächste Chris. So. Ich hätte nämlich ganz gerne noch die. Gut. Die Pistolenmuni würde ich mir gerne doch mal aufsparen. Deswegen mache ich jetzt erstmal die Prozentwaffe leer, tatsächlich. Und dann gucken wir doch mal, was hier ist. Verschlossen. Das heißt, da kommen wir gar nicht mehr hin. Ah, okay. Ich verstehe. Wir hängen überall die Zombies rum. Wahrscheinlich hat ihn ein Monster getötet. Ja, das hier auch, ne? Oh, ist das heftig. Okay, da war nur noch ein Weg. Na, ihr seht es nicht. Hier ist alles vereist. Sehr kalt hier. es lag wohl daran, weil wir halt eine Explosion verursacht haben. Scheinbar. Als wir mit Claire hier abgehauen sind. Ne? Deswegen ist jetzt hier alles so... Na gut, das hier ist draußen. Das ist kein Wunder. Aber da unten drinnen, da war ja eine Explosion. Ach, eine Explosion war schon... Da war es so total vereist und hier auch, wie man sieht. Hier ist jetzt auch alles vereist und das heißt, wir kommen hier... Wir können auf das Eis, theoretisch. Oh mein Gott. Seht ihr das da unten? Das ist eine Riesenspinne. Die watschelt einfach im Eis rum. Oh Gott. Eine Riesenspinne, die da unten rumkrabbelt. Habt ihr das da unten? Nee, habt ihr das gesehen? Das ist ja widerlich. Da. Oh Gott. Frage ist, wo fangen wir jetzt an? Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier in diesen kleinen Raum. Ich will am besten erstmal noch gar nichts mit der Spinne anfangen. Nee. Echt nicht. Ach ja. Dieser Raum. Ach, guck mal. Und jetzt sind die Zombies auch auf einmal draußen, ne? Wo wir uns beim letzten Mal gewundert haben. Genau. Der lebt noch. Er ist nicht mehr. Doch, der lebt immer noch. So. Alles klar. Können wir den nächsten machen hier. So, zack, 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 leg dich hin. Okay. Hier rennt aber noch einer irgendwo rum. Aber wir können... Verrostet. Offenbar lange nicht mehr benutzt worden. Da hinten ist auf jeden Fall der... Genau. Der ist schon tot. Sehr gut. Dann können wir es auf jeden Fall hier hin und endlich uns diese... diesen Stahlkoffer... mitnehmen, okay. Hier ist noch etwas. Schrotpatronen, jawoll. Sehr gut. Sonst noch irgendwas hier? Verrostet. Ja, sehr nice, Freunde. Sehr. Ach genau, hier war ja diese Maschine. Ein Metallschneider. Er ist defekt und kann nicht benutzt werden. Sehr gut. Genau.
verrostet. Aber alles klar, wir haben ein paar Prozent von der Prozentwaffe verbraucht und haben Shotgun-Bunny und diese Stahlkoffer bekommen. Ich hoffe, dass sich der Tausch gelohnt hat. So, dann war die Tür erstmal erledigt. Gucken wir dann erstmal, wo wir jetzt hier weitermachen. Da unten ist auch noch mal ein Bereich, aber ich glaube, da war nichts mehr. Nein, nicht so, nicht so. Ich will am besten gar nicht erst auf dieses Eis drauf. Es ist so ein ekelhaftes Vieh da unten, ne. Ach, Claire, wo bist du? Claire, wir sind auf der Suche nach Claire. Die ist hier irgendwo. Weil wir hatten ja gegen diesen Boss gekämpft, ne? Ja, okay. Genau, hier waren wir ja auch. Ich hoffe jetzt echt, dass so. Ah, guck mal. Jetzt können wir hier hin. Hier liegen Zombies rum. Warum liegen jetzt hier auf einmal Zombies rum? So, können wir uns jetzt hier das Ventil wieder mitnehmen oder was ist los? Tatsächlich, oder was? Ja, okay. Okta-Ventilgriff. Ja, genau, hier hätten wir das Giftgas abgeschaltet, ne? Weil mit Claire. Na komm, steht auf. Ja, ist in Ordnung. Ist doch klar, dass ihr aufsteht. Ist doch klar. Genau in dem Moment. Aber dass sie hier aus von allen Seiten kommen, finde ich irgendwie kacke. Oder ich renne einfach weg. Oder ich renne einfach weg. Ich renne einfach weg. Komme ich dran vorbei? Ja, da komme ich. Oh Gott sei Dank. Okay. Einfach wegrennen. Die muss man nicht unbedingt machen. Okay. Alles klar. Wir haben aber den Ventilgriff. Das ist schon mal gut. Wir haben den Ventilgriff. Ach nein, ich bin zur falschen Tür raus. Hier war doch nichts mehr, Mensch. Hier hätten wir nur den Ventilgriff gefunden. Mit Claire. Da muss ich nochmal an denen vorbei. Ja, vielleicht mache ich die auch weg. Muss ich jetzt mal gucken. Oder? Nee, muss man noch nicht mal. Sehr schön. Okay, ihr könnt da ruhig versauern. Ist mir egal. Bisschen Buddy sparen. So, Freunde. Das heißt aber auch, dann bleibt jetzt tatsächlich nur noch... ja, die Tür da hinten, ne? Die Tür auf der anderen Seite. Ja, dann gehen wir da mal hin, würde ich sagen. So, da bin ich mal gespannt, wo wir da rauskommen. Das war auf der anderen Seite von hier. Genau, da kamen wir mit Claire nämlich noch gar nicht hin. Das ist nämlich komplett neu hier. Okay. Interessant, interessant. So. Ja, Freunde, dann hoffe ich, dass euch dann nach wie vor gefällt hier. Och, nö. What? He's here? Ja klar, wie soll man dem denn ausweichen? Was war denn das für eine Arschloch-Aktion von euch? Ja, dann komm. Normale Hunter, okay. Und ihr und... Oh. Und hinlaufen und... Und zack. Nein, nein, nicht treffen lassen. Bist du verrückt. Bleib, leg dich hin. Gott sei Dank, wir sind noch im grünen Bereich. Aber wie sollte... Die hängt da noch, ne? Diese blöde Kamera da oben. Die hängt da noch. Kann man die nicht irgendwie kaputt schießen? Kann man die nicht irgendwie kaputt schießen? Einen Versuch mache ich noch. Verdammt. Das geht nicht. Shit. Okay. Nicht schlimm. Gut. Das heißt, wir haben hier einen komplett neuen Bereich. Wie sollte man dem denn eben ausweichen? Ey, was war das? Was war das für eine Arschloch-Aktion vor dem Spiel? Also echt. Ui.
Okay, was haben wir hier? Offenbar wurde es schon lange nicht mehr benutzt. Nichts Auffälliges. Nichts Auffälliges. Doch, da ist doch was. Nö? Okay. Nichts Auffälliges. Dann haben wir da einen Aufzug. Was ist das? Ein Schalter. Mach mal. Ja. Okay, was ist das? Feuerlöschmittel. Damit kann der Feuerlöscher gefüllt werden. Hä? Jetzt haben wir hier zwei Aufzüge. Was ist das für ein Raum? Überall Blut hier. Scheint über eine Überwachungsanlage zu sein. Eine kleine viereckige Öffnung. Dort ist eine Bemerkung. Ablassen nur zum Reinigen und Wasserwechsel erlaubt. Eine viereckige... Das ist jetzt nicht wahr. Och, und wir haben den auch noch umgebaut, ne? Na gut, dann können wir hier erstmal nicht hin. Ich sollte das Wasser aus dem Tank lassen. Okay, dann können wir da erstmal nicht hin. Hm. Dann haben wir noch einen Aufzug. Gucken wir mal, was da los ist hier. Genau, hier. Einfach runterfahren. So, da bin ich jetzt mal gespannt, ja. Aha. Was haben wir denn hier? Verschlossen. Ah! Wartet mal, mir kommt gerade eine Idee. Ich frage mich, wofür sie benutzt wurden. Ey, Leute, da hinten war doch die Magnum. Haha! Und wir haben da oben Feuerlöschmittel. Damit kann der Feuerlöscher befüllt werden. Ach, krass. Und dann können wir jetzt quasi den Feuerlöscher aus dem Safe-Raum holen. Ja, das ist natürlich jetzt mal geil. Das ist natürlich jetzt mal echt geil. Das heißt, ich werde jetzt sowas von in den Safe-Raum gehen und mir den Feuerlöscher holen. Aber... Ach! Scheiße. Warum ist die denn jetzt wieder aktiv? Oh, muss doch nicht sein. Mit euren blöden Kameras, Leute. So, aber wir haben... Oh Gott, da unten diese Riesenspinne, die macht mich so kirre, echt. Geh bitte so schnell wie möglich in den Safe-Raum. Ich möchte jetzt wissen, kriegen wir dadurch jetzt echt die Magnum? Ich meine, diesen Feuerlöscher haben wir schon seit Anfang an, ne? Und der ist bis jetzt noch im Inventar. Also, er ist nicht verschwunden. Das heißt, dass man das tatsächlich nochmal theoretisch gebrauchen könnte. Also, ich probiere das jetzt. Da kann man Feuerlöscher. Ja, aber das macht Sinn, ne? Wenn man die Kiste natürlich, wenn man den Feuerlöscher natürlich in der Kiste hat. So, hier haben wir ja alles aufgeräumt. So, dann jetzt bitte so schnell wie möglich, weil wenn wir doch so die Magnum kriegen würden... Oh mein Gott, das wäre so episch. So. Safe-Raum. Den Stahlkoffer legen wir erstmal raus und nehmen dafür den Feuerlöscher mit. Den Okta-Ventilgriff, der kann auch erstmal raus. Verdammt nochmal. Bisschen das Menü mal ein bisschen sortieren hier. Dass wir die Story-Items hier unten haben. Der Stahlkoffer, ja, keine Ahnung. Ist das Munition? Ich räume mal weiter ein bisschen auf hier. So. Hier oben ist die Waffen. Zwei Messer, ja. Und hier unten, ja, wie dieser Luger-Replik ist. Kein Plan. Gut, dann kriegst du aber, geh wieder raus. Das wäre so geil, wenn wir jetzt die Marken kriegen würden, ne? Durch die Feuerlöscher. Dass wir den tatsächlich noch von Anfang an dabei haben, das wäre krass.
Aber sonst würden die das doch nicht so sagen mit dem Feuerlöscher. Oh, ich bin gerade so aufgeregt. Ich hoffe, dass das klappt. So. Alles klar, dann wieder da hinten hin. Hin und her gerede hier. Aber okay. Gucken wir einfach mal. So. Ich hoffe, dass das klappt. Der mal. Oh, das wäre episch. Das wäre so episch. Oh Gott. Da war das ja hier hinten. Hä? Ich bin verwirrt. Das war gar nicht hier unten. Ach Mann, ich dödel. Sorry. Oh, das wäre so geil. Freunde, das würde mich echt freuen. Wenn wir so viele Items wie möglich hier mitnehmen würden, ne? So. Gehen wir mal nochmal hier rein. Nee, das war... Hä? Da war ich dann... Ich Idiot. Dann war ich da doch richtig eben. Oh, nee. Muss doch nicht sein, sowas. Muss doch echt nicht sein. Okay. War das doch richtig hier. Das Vieh da unten macht mich nervös. Oh, sieht das widerlich aus. Ey. Ich will das gar nicht aktivieren müssen. Na gut. Noch müssen wir es ja nicht bekämpfen, ne? Also, noch haben wir... Alter! Uff. Ich vergesse immer wieder, dass da so eine scheiß Kamera ist, ey. Ah, okay. Genau, so, hier. Hier, das Zeug hier. Feuerlöschmittel. Damit kann der Feuerlöscher gefüllt werden. Sag mir bitte, dass das geht. Es geht! Der Feuerlöscher wurde gefüllt. Jetzt sagt er auch nichts mehr dazu. Können wir jetzt da unten das Feuer löschen? Oh mein Gott, das ist so geil. Weil die Backlos die stärkste Waffe im Spiel. Deswegen, ja, hätte ich die schon ganz gerne. So, hier, komm, Chris. Oh, aua. Feuerlöscher, komm. Ist jetzt nicht möglich. Warum nicht? Warum nicht? Doch, es geht. Ah, es geht. Okay, wir kommen hier hin. Yes. 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 Ah, wie geil. Magnum Cold Python. Amerikanischer Revolver, der 357er Magnum-Geschosse benötigt. Das ist derselbe Cold Python wie im ersten Teil. Ich werde verrückt. Scheint ein Teil einer Sortiermaschine zu sein. Die Güter werden vermutlich hier gesammelt. Oh, wie geil, Freunde, wie geil. Nichts Nützliches. Wir haben die Magnum. Es ist so geil, wir haben die Magnum. Hier ist nichts mehr. Gibt's hier sonst noch... Ach du Scheiße, Raketen? Oh ja. Was sie damit anfangen wollten. Da lebt ein Zombie. Was ist das hier? Die Tür ist abgeschlossen. Wasserempfindlicher Sprengstoff wurde angebracht. Was? Aha. Wasserempfindlicher Sprengstoff. Was sind das für Kisten? Hier ist nichts mehr. Hier ist nichts mehr. Oh, geil, aber wir haben die Barkdo-Freude. Das ist doch mal sehr, sehr, sehr geil, Freunde. Sehr, sehr geil. Nichts Nützliches. Okay, dann haben wir hier erstmal nichts mehr, aber wir haben das Wichtigste, würde ich sagen. Und zwar die Barkdo. Oh, wie geil. Wie geil. Freunde, wie geil. Hammer, Hammer, Hammer. Okay, verschlossen. Okay, gut. Dann, das war scheinbar echt optional. Gut, dass wir das gemacht haben. Gut, dass wir auch den Feuerlöscher noch im Inventar hatten, ne? So, dann gucken wir mal hier weiter.
wie es hier dann noch weitergeht. Das ist ja diese scheiß Kamera da hinten. Aha, da ist nur ein Gang. Da ist noch eine! Nein, und ich renn voll... Ich bin so dumm. Ich renn voll rein, ne? Ja, danke. Scheiß Dinger, ey. Ja gut, aber ich meine, wir haben genug Muni. Wir könnten die theoretisch machen, aber wir haben fast keine Heilung mehr. Okay, Aufzug. Mhm. Was haben wir hier? Was ist das? Da rennt ein Hunter rum. Warum? Warum? Und ich werde jetzt nicht die Marken für den benutzen. Alter! Alter Schwede! Schieß ihn ab! Schieß ihn ab! Das ist wieder so ein spezieller, ne? Hat uns in den gelben Bereich gehauen, ja, toll. Transportterminal Antarktis B5F. Aha. Gehen wir erstmal hier rein. Mal gucken, was hier gebacken ist. Okay. Ein Gang. Mit einer Tür hinten, die. Blaues Gold. Ich brauche keine blaue. Alter! Ja, na klar! Na klar! Genau hinter der. Na toll. Nutzen. Toll! Ja, Penner-Zombies. Jetzt habe ich gar keine Heilung mehr. Schieß weiter. Wie viele sind das? Wie viele sind das? Oh nein. Oh, das ist... ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Ja, komm. Schieß ihn in den Rücken und hier weiter und bam. Okay. Geile Mucke hier. Pop, pop, pop. Geile Musik. Ach, guckt mal. Da sind noch mehr. Was ist denn das da auf dem Boden? Da sind noch mehr. Egal, schieß einfach weiter drauf hier. Einfach. Oh, scheiße, die ist leer. Die ist leer. Alles klar. Dann. Okay, dann renn einfach und. Ja. Und schieß einfach hier mit drauf. So. Oh, zum Glück hatten wir doch die Munition gespart. Wie viele Zombies? Aua, zwei Schüsse verballert hier. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es hier langsamer läuft. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Zombies hier. Mein Gott. Aber wir haben ja zwei Grüne, sind das, ne? Das sind Grüne, ja. Ja, danke, da sind sie ja fair, muss man ja sagen. Puh, okay, müssen wir zumindest eins mal nehmen. Gut, alles klar, wunderbar hier. Offenbar wurde es schon lange nicht mehr benutzt. Die Tür ist abgeschlossen. Durch Stromzufuhr kann sie bestimmt geöffnet werden. Aha, ja, da haben wir ja noch eine Tür. Boah, wie viele Zombies hier rumgelaufen sind. Gehen wir mal hier rein. Geile Musik hier, muss ich echt sagen. Richtig stylisch. Munition! Oh, sehr schön. Ja, wir haben... Muni haben wir genug. Muni haben wir genug dafür, dass wir die, die Prozentwaffe so effizient genutzt haben. Ah, guck mal, da sehe ich... Ah ja, das sind Kräuter, guck mal. Aha, das ist sehr fair jetzt. Bap, 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 bap. Diese Bucke hier. Hammergeile Musik hier, echt. So, das ist ein blaues, das brauchen wir nicht unbedingt. Die Schalltafel für diese Etage. Die Schalltafel für diese Etage. Was ist das?
Das ist eine Anlage für den Stromanschluss. Der Kontakt ist unterbrochen. Aha. Da ist ein Farbband. Und da ist eine Kiste. Ja, sehr gut. Das heißt, die beiden kombinieren miteinander. So. Dann sieht es heilungsmäßig wieder besser aus. Finde ich gut. Dann ist die Folge auch schon wieder voll. Och, Menno. Das ist eine Anlage für den Stromanschluss. Hier ist eine achteckige Öffnung. Okay. Aber kein Problem. Wir haben ja eine Kiste. Ba, 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 ba. Diese Musik. So. 41 Farben. Oktaventilgriff. So, dann machen wir das noch hier. Ah ne, da links oder was, ne? Da links. Ja, da ist die achteckige Öffnung. Dann dreh mal da dran. Letzte Aktion hier. So. Wir kriegen Strom. Wir haben jetzt Strom, ne? Das ist eine Anlage für den Stromanschluss. Ja, wir haben Strom. Perfekt. High Voltage. Alles klar. Cool, Freunde. Würde ich sagen, wie es hier weitergeht in diesem Bereich, sehen wir dann tatsächlich beim nächsten Mal. Die Magnum kann auf jeden Fall erstmal raus. Geil, Magnum, ey. Und die Prozentwaffe auch. Dann haben wir hier richtig schön viel Platz. Gut, Freunde, würde ich sagen, ja, wie es hier in dem Transportterminal Antarktis, fünfte Kelleretage weitergeht, da müssen wir nämlich da oben mal hoch. Sehen wir dann beim nächsten Mal. Würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss, tschüss.